Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Loot Fun hier in der Phantom Arena. Wie immer in diesem Video seht ihr nur meine Hände. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum hat der gute Ben wieder eine Loot Crate da? Weil er war doch eigentlich beim letzten und beim ersten Video gar nicht so zufrieden mit dem Ding. Ja, das liegt daran, dass der gute Ben vergessen hat, das Abo zu kündigen und dementsprechend mir noch eine weitere Loot Crate ins Haus geflattert ist. Ja, ich war halt so faul, dass sogar noch eine weitere kommt. Aber das soll jetzt erstmal hier nicht Sache sein. So haben wir auf jeden Fall mehr Spaß, noch was auszupacken. Eigentlich wollte ich andere Lootboxen jetzt mal auspacken bzw. bestellen. Aber damit haben wir dann halt noch ein bisschen Zeit. Denn die nächste Loot Crate ist ja schon unterwegs. Das hier ist die Loot Crate für den März 2016. Und ja, warum kommt dieses Video im April? Genauso wie im letzten Video hatte ich wieder Spaß mit der Zollbehörde und ich musste es halt wieder beim Zoll abholen, was dann dauert es halt noch ein bisschen und ist halt wirklich nicht so spaßig. Aber ich weiß gar nicht, was drin ist dieses Mal. Letztes Mal war ja schon bekannt, dass was von Walking Dead drin ist, da im letzten Monat aber der Batman vs. Superman Film angefangen hat oder beziehungsweise im Kino angelaufen ist, denke ich, dass eventuell was von diesen beiden Superhelden drin sein könnte, ist aber nur Spekulatius und da wollen wir jetzt auch mal anfangen. Und diesmal war auch der Zoll so freundlich und hat das Ding nicht vorher aufmachen müssen oder ich hätte es da nicht selber aufmachen müssen, so dass die Box noch komplett zu ist. Ja, und diesmal habe ich mich auch direkt bewaffnet mit Schere und mit einem kleinen Messer und dann würde ich sagen, geht's dann auch gleich los. Ja, die Box ist, glaube ich, ein bisschen kleiner, ist aber auch nicht so schwer wie die letzte Box. Wie auch bei der letzten Box, schwarz gehalten, Loot Crate steht auf allen Ecken und Kanten und weiß ich. Und das soll es aber gewesen sein. Von dem Äußeren fangen wir an auszupacken. Und deswegen nehme ich mir jetzt das schöne Messerchen und mache einmal den hier. So, dann können wir das besser, glaube ich, auch schon auf Seite legen. Ich drehe das ganze Ding mal so um und lasst mich genauso überraschen, wie ihr euch jetzt überraschen lassen werdet. Und das geht so. Ist das jetzt falsch rum? Sieht so falsch aus. So rum. Sieht besser aus, glaube ich. Also ein bisschen Urwald, ein paar Totenköpfe. Ich glaube, das sieht, hat auch irgendwas mit Alien vs. Predator zu tun, wo ich da auch schon eine Figur drin erahne. Aber, sollen wir damit direkt anfangen? Ja, komm, fangen wir damit an. Dann fangen wir genau direkt damit an. Alien vs. Predator. Was auch immer das ist eine Figur aus Vinyl. Eine Vinylfigur sozusagen. Und das wird wahrscheinlich dann auch der dieser Klabautermann sein. Oder es gibt verschiedene. Der hier steht aber hier gar nicht drauf. Hier ist noch ein anderer Kamerad. Egal. In einer Box was zum Entboxen. Fangen wir doch direkt an. Boxen das, unboxen das hier auch. Was sieht man denn da? Ein eingeschweißtes Männelein. Schau mal, die nette Box hier auf Seite, die brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. So sieht der Inhalt aus und wird jetzt nicht. Geht bestimmt auch so. Ohne. Ohne Schere. So. Es ist ein Alien. Okay. So. Hardplastic-Style. Mal gucken, ob der sich hier auch, der lässt sich auch so ein bisschen bewegen, aber ich glaube nicht, weiß nicht, ob das gewollt ist. Und, ja, riecht nach Quietscheentchen. Ein bisschen nach Gummiente riecht das ganze Ding. Ja, toll. Ich habe die Filme, also Alien-Filme, man kann sie doch bewegen, die Hände hier. Die Alien-Filme damals gesehen, ist ja auch schon ein bisschen was her. Alien vs. Predator auch, fand ich jetzt glaube ich gar nicht mehr so cool, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ein Alien mit irgendwas auf dem Kopf. Den stellen wir erstmal dahin, das brauchen wir erstmal nicht mehr. Widmen wir uns
den anderen schönen Sachen in diesem Paketchen. Das sieht ganz stark nach einem T-Shirt aus und das sieht auch ganz stark nach Star Trek aus und das sieht auch ganz stark danach aus, dass ich es nicht gebrauchen kann, weil ich Star Trek nicht wirklich gut finde. Es sei vorsichtig, ich bin ein Star Wars Mensch. Aber man sieht, hier drauf ist Captain Spock. Star Trek, created by Genie. Blablabla. Und, das ist ein... Ich mach's mal ganz auf für euch. Jetzt sind wir mal kurz nix. Die ganze Schose hier. Komm. Also, so sieht's aus. Star Trek. Und, T-Shirt von der Star Trek Serie, denke ich mal. Ja, netter Print, aber ich weiß nicht, ob das so meint ist. Vor allem hier so weiße T-Shirts ist auch jetzt nicht so das, was ich so bevorzuge. Oder ja, weiß gar nicht. So ganz weiß ist es ja nicht. Ne? Es ist ja irgendwie so ein bisschen... weiß ich nicht. Naja, aber ist das... Nee, das ist Spock. Und das ist irgendwie ein Klingone, ne? Der hat da hier so ein komisches... für alle, die mega Star Trek Fans sind, es sei mir verziehen, dass ich da nicht so tief in der Materie bin. Das Einzige, was ich mal gesehen habe, sind halt ein paar Folgen der alten Star Trek Serie. Und ich kenne ein paar Namen, aber das ist es auch. Machen wir mal weiter. Es gibt ja noch ein bisschen was zum Auspacken. Oh, es gibt wieder einen Pin. Genauso wie beim letzten Mal. Diesmal aber mit Aliens drauf. Ich zeig's euch mal. Da. Alien von Alien und das wahrscheinlich dann auch. Ja, ich weiß nicht. So Pins ist auch nicht so das wirklich, was ich brauche. Aber was soll's? Was soll's? Was haben wir hier? Irgendwas Gehäkeltes, Gestricktes? Es ist ein Mützchen von Daredevil, so wie ich das jetzt hier sehe, weil hier ist auch ein Marvel. Das kann man, das ist doppelt gemoppelt, wie ich gerade sehe. Also es ist von der einen Seite ein Daredevil-Mützchen und auf der anderen Seite ist, so rum. Jetzt muss ich es mal kurz umkrempeln. Das ist ja lustig. Punisher. Ein Punisher-Mützchen. Ich glaube, so rum sieht es besser aus. Als so rum. 2 in 1. Ja, es ist jetzt aber auch... Ich meine, jetzt wo der Frühling draußen ist, braucht man natürlich Mützen, weil es ja draußen sehr kalt wird um diese Jahreszeit. Deswegen ist es auch schon logisch, dass man jetzt zum Frühjahr hin Mützen in so eine Box packt. Aber trotzdem, ja, es soll ja auch Leute geben, die tragen Mützen bei heiterem Sonnenschein. Aber kann man verschenken. Das ist super. Ist jetzt auch nicht so wirklich eine gute Qualität. Also wenn man hier, wenn ihr hier mal so guckt, ich zeig's euch mal so, da kann man durchgucken. Hulu. Aber gut, ein Mützchen von Daredevil und Exclusive Loot Crate. So, und jetzt sehe ich aber wirklich was vom Film Batman vs. Superman. Jetzt ist mir die Frage, was ist es? Was ist es? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Einmal Plastik ab. Was ist das? Das ist jetzt nicht euer Ernst, Leute, oder? Jetzt wirklich? Also Leute, das hier, ja, ist ein Wallet, also ein Portemonnaie. Hier kann man was reintun, da kann man was reintun. Geldscheine, hier kann man was reintun, da kann man was reintun. Leute, das ist aus Papier. Das ist aus Papier. Also wenn das einmal, wenn du einmal durch den Regen gehst oder in eine Pfütze fällst, dann ist das aufgeweicht. Oder wenn jemand das mitwäscht, ist das genauso uncool. Und wo soll denn hier bitte, wo sollen denn hier die Münzen rein? Also weiß ich nicht. Ja, okay, es ist biologisch und weiß ich was. Und da ist keine Kuh für gestorben. Aber Leute, ehrlich, was soll ich mit so einer Scheiße? Ja, nette Idee, für mich ist es nichts. Also so ein Stück Papier kann ich auch selber falten und mir einfach draufmalen, dafür brauche ich keine Loot Crate mir zu bestellen. Ja, machen wir weiter, hier ist ja noch ein bisschen was drin,
World Gosh. A party game about everything you love. Aha. Download for free on mobile. Also, Reklame. Super. Hurra. Und dann haben wir hier... das ist aber jetzt wirklich was für den Ben. Harley Quinn. Ich hoffe, das ist ein Comic. Ja, das ist ein Comic. Ein Harley Quinn Comic. Auch wieder. Loot Crate Exclusive von DC Comics Nummer 1. Den werde ich mir... Hier hinten ist noch ein bisschen Pappe. Und der ist schön eingepackt, damit nichts ankommt. Und ja, Nummer 1 ist immer gut. Die ist bestimmt ja was wert. Da kann man bestimmt 2,50 Euro für nachher für lang. Ja, ein Harley Quinn Comic. Sehr cool. Das ist, finde ich dann halt doch schon mal geil. Alles, was Batman und das Universum rund roundabout The Man, The Dark Knight Man beinhaltet, das ist dem Ben gesonnen. Ja, sehr schön. So erstmal die Sachen. Und was haben wir sonst noch? Jetzt haben wir noch wahrscheinlich den üblichen Quatsch, nämlich das Begleitmagazin-Heft zu der Ausgabe. Ja. Blättern wir mal kurz durch. Bla bla. Das ist ja alles irgendwie. What's in the hardest purchase point? Ja, hier sieht man zum Beispiel Mega Crate. Das kann man nämlich auch noch machen. Man kann da irgendwie sich eine mega große Box kaufen. Die kostet dann nochmal 3 Trilliarden Euro mehr. Und da hat man dann halt auch ein bisschen mehr was drin. Das würde mich aber jetzt schon interessieren hier. Aber wer zum Teufel gibt so viel Geld dafür aus? Besonders wenn man nicht weiß, was alles da drin enthalten ist. Ja, hier sind ganz viele Mr. Spocks. Spot the Spock, bla bla. My Fight Story, blub. Alles wieder super. Exklusiv March Loot Pin. Ja, wie wir gesagt haben, Predator und Alien. Ach, das gibt zwei verschiedene. Einmal mit Alien und einmal. Also einmal mit Alien? Ne, die sind beide Alien, nur die haben andere Farbe. Ja, okay. Blub. Gibt es denn heute diesmal kein Rezeptchen? Letztes Mal gab es ein Rezept drin. Also das hier, Leute, das hättet ihr euch echt sparen können. Das ist echt zum Kotzen. Ah, und hier hätte man zum Beispiel einmal das Alien haben können oder den Predator. Ich habe das Alien, obwohl der Predator mir irgendwie jetzt ein bisschen besser gefällt. Comicbook. Haben wir auch schon gesehen. Und How to Transform Your Crane. Ach so, ist das Ganze. Deswegen ist das so hübsch. Weil man das hier irgendwie inside out machen kann. Jetzt muss ich mal über die Kamera greifen. Und dann kann man die hier so schön von innen nach außen und irgendwie und überhaupt. Und dann hat man hier das tolle, schöne Kartönchen. Dann kann man das nochmal weiter verschenken. Ja, wenn man will, ne? Also sieht ganz nett aus. Also dieses Artwork in dem Karton ist immer ganz, ganz nett, finde ich. Aber Leute, ich weiß schon, warum ich das abbestellen wollte. Also da sind andere Boxen wirklich, wirklich besser. Also, haben wir nochmal alles zusammen. Hier die Papiergeldbörse. Hier haben wir ein Mützchen von Daredevil und Punisher. Das Magazin, der Comic, den tue ich nochmal hier drunter. Den kleinen Pin. Und Mr. Alien, der hier auch in der Box war. Und zwar in dieser Box, in der Box. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der Loot Crate März Edition. ja. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, der Ben von der Phantom Arena packt merkwürdige Sachen aus. Schreibt uns unsere Kommentare, eure Kommentare unter unserem Video, wie ihr das Ganze findet. Habt ihr vielleicht auch ein Abo bei so einem Lootboxen-Händler eures Vertrauens oder auch nicht? Und wie steht ihr dazu, was hier drin ist? Also ich komme immer noch nicht über dieses Plastikding, Papierding hier drüber. Also es ist ja echt ein Rotz. Naja, ja, ansonsten viel zu gebrauchen für mich ist jetzt nicht. Das Star Trek-Ding ziehe ich wahrscheinlich nicht an. Das lese ich mir gleich in Ruhe durch. Harley Quinn, das können wir wieder irgendwo hinstellen. Dann freut sich die Biene, wenn die wieder die Bude voll gestellt bekommt. Und hier die Mütze, die verwahre ich mir bis nächstes Jahr im Winter. Ja, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Ben von der Phantom Arena. Falls euch das Video gefällt,
abonniert uns doch fleißig, liked das Video, kommentiert das Video und wir sehen uns bestimmt ganz, ganz bald wieder, wenn es wieder heißt Lootfun hier auf der Phantom Arena. Ben packt kuriose Sachen aus. Ansonsten checkt die anderen Videos von den Freizeitparks, Kirmessen und auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal und ich sag tschüss.